Alles klar. Es hat Damit? meinen Bildschirm verändert. Genau, So, ich jetzt muss muss ich wieder hier. den Bildschirm teilen. Und da sind wir. Wir waren stehen geblieben bei der Wald. Ich bin nur ein Teil des Feenwaldes, auch wenn mein Name so ähnlich klingt. Ich bin der Wald. Ich bin die sprießenden Pflanzen, die Pilzgeflechte, die sich wiegenden Bäume. Ich beobachte alles und jeden. Meine Zeichen wiederum zu lesen, fällt manchen schwer. Geht es langsam an und wir werden zueinander finden. Wir sind die Tiere des Waldes. Wir keuchen und fleuchen, wir flattern und springen. Wir halten uns verborgen, doch ihr könnt uns hören, wenn ihr gut lauscht. Im Spiel werden wir alle gewisse Möglichkeiten der Kommunikation haben. Zum Beispiel sind die Winde die einzigen, die im Chat schreiben können. Und nur die Tiere und der Wald können lesen, was die Winde zu sagen haben. Die Tiere und ich als Fee können sprechen und mit unseren Mikros. Allerdings können wir einander nicht hören. Auf unseren Wesenskarten finden wir unsere Kommunikationsmöglichkeiten. Trotz dieser Herausforderungen wollen wir, dass alle Wesen des Feenwaldes gehört werden in der großen Versammlung. Unser Wunsch ist, dass alle mit einem guten Gefühl aus der Versammlung gehen. Auch wenn wir nicht alle Sorgen und alle Vorschläge berücksichtigen können. Lasst uns alle auf die poetische, mythische Form des Miteinanders im Feenwald ein. Es geht nicht um das Erreichen eines Ziels, sondern um den Weg dahin. Achso, wenn unsere Umgebung es erlaubt, lasst uns das Licht an unseren Spielorten reduzieren und sogar ausschalten, oder? Die Monitore werden uns ein bisschen Restlicht geben. Versucht auch dafür Sorge zu tragen, dass Störquellen wie potenziell klingelnde Telefone möglichst minimiert werden. Informiert Mitbewohner darüber, dass ihr eine knappe Stunde Ruhe braucht. Die Zeit unserer Versammlung ist begrenzt. Wenn der Spielteil gleich beginnt, haben wir 30 Minuten. Danach werde ich meine Stimme erheben und das Ende verkünden. Wir werden dann alle 2 Minuten Pause machen und uns dann gemeinsam mit allen Videokameras und Mikros angeschaltet wieder einfinden. Unsere Rollen haben wir dann hinter uns gelassen. Die Wesen des Feenwaldes sind wichtiger als der Feenwald an sich. Und genauso sind die Menschen, die dieses Spiel spielen, wichtiger als das Spiel. Als Spieler des Waldes kann ich alles lesen, alles sehen und alles hören. Wenn es etwas gibt, das euch daran hindert, eine gute Zeit hier zu haben, sprecht es an. In einem eurer Kommunikationsmittel. Ich achte aktiv darauf. Im Zweifelsfall werde ich euch auch off-Charakter ansprechen. Ihr könnt jederzeit das Spiel verlassen. Wenn es ein Safety-Tool gibt, das allen besonders zusagt, schlagt es jetzt vor. Ansonsten ist die X-Karte auf jeden Fall für euch da. Auch für ganz banale Fälle, wie wenn jemand in der Fiktion Fakten schafft, die euch an einem guten Erlebnis hindern. Ich unterbreche kurz. Genau, wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir können das Spiel unterbrechen. Und die Linien und Schleier haben wir ja auch schon ausgefüllt. Wenn ihr das Spiel plötzlich verlassen müsst, das Telefon klingelt etc., tut das. Wir anderen können ohne Probleme einen Moment ohne euch weiterspielen. Mehr noch, wir bauen das Ereignis eventuell in unser Spiel ein. Noch haben wir nicht immer angefangen. Achso, Entschuldigung. Alles richtig. Soll ich weitermachen? Alles gut. Mhm. Okay. Aber ich möchte euch trotzdem bereits darauf aufmerksam machen, dass ich euch nach dem Spiel einlade, am Debriefing teilzunehmen. Niemand ist dazu verpflichtet. Wir werden maximal 15 Minuten reden. Der Ruf. Als Fee werde ich gleich zu Spielbeginn zur großen Versammlung rufen. Und ja, richtig, nicht jedes Wesen wird mich hören können. Bevor ich zur Versammlung bitte, lasst uns noch einmal 5 Minuten Pause machen und alle Videokameras und Mikrofone ausschalten. Die Zeit könnt ihr nutzen, euren Ort vorzubereiten, euch nochmal die Details zu eurer Figur durchzulesen, Material bereitzulegen und am besten auch etwas zu trinken. Wenn es noch Fragen gibt, dann ist jetzt die Möglichkeit, diese loszuwerden.
Punkt, Punkt, Punkt. Wir sehen uns dann wieder, sagt er. Genau, insbesondere gibt es die Figurenkarten und in dem Folder, den ich mit euch geteilt habe, ist nochmal so ein A4-Blatt quer, in dem für jede Figur alle Infos draufstehen und wie ihr kommunizieren könnt. Das kann ich auch nochmal kurz mit euch teilen. Wenn den Link, wenn ihr den nicht schon habt. Das war so ein PDF. Ich kopiere den Link in den Chat und ich teile das Fenster nochmal mit euch. Das ist dieses Dokument. Und da hat jede Rolle eine Seite, in der das alles nochmal steht, was man kann und wie man das kann. Dadurch, dass ihr ja im Spiel das als Spickzettel benutzen könnt, müsst ihr nicht alles jetzt schon auswendig lernen, sondern man kann dann auch nochmal da drauf gucken, auf dem zweiten Monitor, in einem zweiten Tab oder in einem Ausdruck, je nachdem, wie man es hat, und dort nochmal gucken, was dort nochmal stand und welche Rolle die anderen vielleicht auch haben. Ganz am Ende ist auch nochmal das Kommunikationsdiagramm als Ganzes zu sehen. Genau. Das ist das gewesen. Sonstige Fragen? Noch nicht. Vielleicht tauchen die gleich auf. Mhm. Ich versuche mal, meine technischen Voraussetzungen hier zu optimieren. Mhm. Genau. Weil ich wollte euch nämlich auf dem Rechner aufmachen, aber das ist leider nicht gelungen. Deswegen habe ich dann das Telefon genommen und das geht immer noch nicht. Ich werde mal den anderen Rechner zum Laufen bringen. Ja. Aber es wird werden. Es wird werden. Das ist gut. Okay, ich habe gesehen, auch Terene hat zum Beispiel schon dunkel gemacht. Bei der Frauke ist auch ein bisschen dunkel. Also ich habe hier nichts zum Dunkel machen, leider. Das ist trotzdem okay. Absolut, ja. Bist du überhaupt zu sehen? Du bist... doch, ja, ich habe Gesten. Doch, doch. Ja, ich habe Gesten hier. Du brauchst sogar ganz, ganz viele, ja. Für dich ist das unheimlich wichtig, ne? Die Gesten, ja, weil ich kann Gestik betreiben und schreiben. Mehr kann ich nicht. Das ist wichtig, ja. Das heißt, du kannst auch Stifte oder sowas bereitlegen und einen Zettel, wenn du noch was schreiben willst. Oder du machst alles über Grimassen. Das geht natürlich auch. Also ich kann eigentlich Gesten, das heißt ja, ich kann auf Zettel schreiben und sie in die Kamera hängen, dann können mich ja andere Leute wahrnehmen, also andere Kreaturen wahrnehmen, als wenn ich jetzt in den Chat schreiben würde, oder? Ich glaube auch, das ist der Plan des Ganzen, dass man da ganz viele Kanäle nehmen muss und dass wir uns gegenseitig alle übersetzen müssen, weil wir uns nicht verstehen können. Ich denke auch, ja. Es ist mit den Gesten ist es so ein bisschen so eine Abwägungssache, dass man das nicht zum Chat verkommen lässt, also, ja, sondern dass man da eher sowas schreibt wie Liebe oder Zuhören oder vielleicht auch mal drei Wörter hintereinander. Die Gefahr ist unter uns oder so etwas. Aber dass es eher so Slogans maximal sind. Ich sehe den Wind schon die ganze Zeit so Schilder hochhalten. Dafür! Dagegen! Genau. Also dieses kein Management... 2,4. Genau, es ist halt kein Management-Training- Optimierungsspiel, wo man irgendwelche Kanäle als bestes Team am schnellsten zur effizientesten Lösung kommen muss. Sondern, genau, wir sind immer noch ein Rollenspiel. Genau. Okay, wunderbar. Okay, also haben wir gleich noch 5 Minuten Zeit? Oder sind das schon unsere 5 Minuten? Nein, wir können die jetzt beginnen lassen, ja. Warte, Moment. Ich will noch mal ganz kurz zurück meinen Käse. Sehr jeder gerne. Ja. Nee, Moment. Also, theoretisch? Ja. Ich suche nur gerade das andere. Ah, hier habe ich es. Okay. Ja, passt. Diese 5 Minuten. Die Mega-Rechneraufstellung und nichts funktioniert. Wow. Das bleibt blöde, ey. Ja, wenn du noch 8 Minuten brauchst, ist auch nicht so schlimm. Genau. Das ist gut. Wir können auch einfach um 14 Uhr uns treffen, wenn das für alle okay ist. Dann kann man nochmal ein Häppchen was essen. Aber wir machen jetzt die Kameras aus. Okay. Wir schauen, dass wir den Chat aufhaben gleich. Und wenn wir um 14 Uhr uns wiedersehen,
dann machen die die Kamera haben, machen ihre Kamera an. Die anderen schreiben maximal in den Chat, dass sie jetzt bereit sind um 14 Uhr, damit wir wissen, dass alle da sind. Aber dann sind wir schon in Spielpose. Einverstanden? Ja, hervorragend. Okay. Und wie gesagt, eine Rolle, nämlich die Winde, verkünden auch das Ende des Spiels. Ja. Steht da drauf nach 30 Minuten. Das heißt, um 2:30 ist das Spiel dann auch zu Ende. Gibt es dafür einen vorgefertigten Text oder mache ich das nach Windesgusto? Nach Windesgusto und wie vielleicht auch die Stimmung der inzwischen Text ist. Genau. Aber nicht verwechseln. Nicht verwechseln mit. Ja, das ist anders. Das, nee, müsst ihr ja. Alles klar, cool. Ich bin bei euch und stehe im Chat und in dem Chat hier in allen Chats zur Verfügung. Noch eine ganz doofe Frage, die habe ich am Anfang irgendwie nicht mitbekommen. Auszug aus dem Feenwald. Moment, wir ziehen aus. Wir gehen jetzt alle gemeinsam raus oder wollen wir eine Lösung finden? Das habe ich noch nicht ganz das Spielziel. Ja, also es gibt ja diese Story-Prompts, die das so ein bisschen verursachen. Also der Feenwald ist aus irgendeinem Grund unbewohnbar geworden oder der hat keine Zukunft mehr. Ah, okay. Und Auszug ist eine Option. Vielleicht kann man den Feenwald auch wieder herstellen, dass er wieder funktioniert. Vielleicht muss man sich auch mit dem Ende abfinden und vielleicht einfach nur die Zeit entschleunigen, dass man vielleicht noch 100 Jahre hat oder so. Mhm. Für die Tiere ja viel Zeit, ist aber für den Wald vielleicht sehr wenig. Also es gibt sozusagen, interpretiert diese Rolle frei. Und jeder wird von uns irgendeinen anderen Grund haben, weswegen der unbewohnbar ist, oder haben wir alle den gleichen? Einige haben dazu Informationen. Ansonsten make it up on the spot. Okay, alles klar. Also alles ist möglich. Jeder kann alles wissen und man nimmt alles als mit Ja. Hervorragend. Genau. Ah, ja. Okay, danke schön. Bis 14 Uhr. Bis dann. Nun würden wir die Konferenz des Waldes starten. Ich werde gleich all diejenigen aufrufen, die an der Konferenz teilnehmen werden, namentlich. Ich bitte dann um Meldung, dass derjenige, den ich rief, auch angekommen ist. Das ist ganz wichtig, da ich ja nicht jeden von euch verstehen kann und die meisten nur sehen kann. Und deswegen werde ich erstmal irgendjemanden aufrufen, den ich auch sehen kann, der hoffentlich die anderen hören kann und verstehen kann. Deswegen rufe ich als allererstes bitte die Winde hier zu erscheinen. Simsalabim! Die Winde sind da! Hervorragend! Sehr gut, ich begrüße dich, Wind, dass du hier gekommen bist zu dieser Konferenz des Waldes. Als nächstes würde ich die uralten, weisen Bäume des Waldes bitte hierher rufen und möchte, dass die Bäume ein Signal geben, dass ich sie sehen kann, dass sie hier sind. Wald, bist du da? Ja, der Wald ist in seiner majestätischen Größe angekommen. Hervorragend. Dann als nächstes würde ich bitte die Tiere des Waldes hierher rufen. Tiere des Waldes, ich kann euch nicht sehen, weil ihr so klein und versteckt seid, aber vielleicht könntet ihr bitte euch jemand anderen, der euch hören kann, bekannt geben. Seid ihr da, Tiere? Oh ja, wir sind da. Kann das irgendjemand bestätigen? Ah, der Wald und der Wind geben mir zu verstehen, dass auch die Tiere des Waldes hier sind. Nun, ich darf mich noch einmal vorstellen. Ich bin die Fee des Waldes. Und
ich versuche hier diese Konferenz zu leiten. Nun, unserem Wald, unserem Feenwald geht es sehr schlecht. Nicht nur ein bisschen, sondern unheimlich. Und wir alle sind in unserer Existenz bedroht. Und jetzt rufe ich uns hier zusammen, dass wir eine Lösung für dieses Problem finden. Ihr wisst alle Bescheid, worum es geht? Lieber Wald? Der Wald ja, weiß Bescheid. Lieber Wind, weißt du auch Bescheid? Und die Tiere wissen auch Bescheid, worum es geht? Ja, leider. Die Tiere wissen Bescheid? Ah, hervorragend. Sehr gut. Denn es ist mir wichtig, dass hier heute jeder gehört wird und dass es friedlich abgeht, dass wir alle eine Einheit sind und gemeinsam eine Lösung für unser Problem finden. Denn das Gräuel, was uns heimsucht, ist wirklich wichtig. Der Wald möchte etwas sagen. Ja, lieber Wald. Ja, genau, du hast es genau beschrieben. Wir alle zusammen ergeben den Feenwald. Richtig. Also ich weiß, dass wir heimgesucht werden von grässlichen, stummen Geistern. Und wie suchen sie euch heim? Wie betrifft es euch? Bitte erzählt mir davon. Ich mache mich nochmal so ein wenig, dürft ihr mich sehen. Nun, ich lausche ganz angestrengt und beobachte euch. Oh, ah, der Wald zeigt mir einen Geist, der den Mund offen hat und mich mit großen Augen anguckt. Und der Wind gibt mir zu verstehen, dass er gar nicht weiß, was für Geister es sind. Also er scheint sich zu wundern, was für Geister es seien. So sieht es aus, was er mir zuteil werden lässt. Der Wald hat Blumen und Blüten, Blütenblätter, die von einer Blume abfallen. Das heißt, vielleicht verdorrt der Wald und die Natur geht zugrunde und wird gemartert, dass Blumen hier sterben. Lebewesen, Pflanzen sterben. Der Wald sieht traurig aus, sehr traurig. Er weint fast. Der Wind sieht auch nicht glücklich aus, wie er zufrieden ist. Ah, er leidet quasi geradezu, ja. Guckt ganz bedrückt nach unten. Und er friert, ihm ist kalt, er fröstelt, ihm ist unwohl. Ah, man sieht es wirklich, dass er eine Lösung dafür haben möchte. Nur wie können wir gemeinsam diese Lösung erreichen? Ich habe etwas im Buschwerk rascheln gehört. Die Frage ist doch, welche großen Geister es sind, die dafür sorgen, dass unsere Blumen kaputt gehen, dass die Tiere sterben, dass wir uns alle unwohl fühlen. Und der Wind überlegt. Ja, wir müssen das herausfinden. Sehr angestrengt hält sich. Ja, er denkt gerade sehr nach. Und der Wald scheint auch an einer Lösung zu arbeiten. Nun, der Wald hat... er zeigt mir den Waldboden, worauf Bäume wachsen. Von unten kommt etwas nach oben. Also etwas wächst aus dem Boden heraus. Neues Leben könnte entstehen, erwachsen. Oder ist es gerade das Problem, was du beschreibst? Ist es eine Lösung? Es ist das Problem, was du beschreibst. Der Wald zeigt mir, dass etwas von unten nach oben heraus wächst. Macht aber ein sehr grimmiges Gesicht. Oh, und es zerdrückt fast etwas. Es kommt von unten und zieht es wieder in die Tiefe zurück. Es kommt von unten nach oben und zieht etwas zurück. Der Wald
sieht aus, als würde er einschlafen. Vielleicht stirbt er sogar. Langsam. Wald, kannst du das näher beschreiben, was von unten kommt und was von unten zerrt? Kann mir irgendjemand erzählen, wie es den Tieren so geht? Das ist eine Biene, ein Fliegetier, das unglücklich ist, lieber Wind. Sehe ich das richtig? Ist das ein Symbol, sollen das die Tiere sein oder heißt es, das sollen die Tiere sein und die sind auch sehr unglücklich und unzufrieden? Ah, das kann ich nachvollziehen. Ich muss mein tierisch demnächst wirklich einmal wieder trainieren. Das ist schon sehr, sehr lange her. Nun, ich spüre auch ein Gräuel, denn auch in meiner Feenwelt, diese unsichtbaren, stummen Geister werden mich verdrängen. Und ich sehe auch noch keine Lösung, wie ich das Problem alleine bewältigen kann. Der Wald zeigt mir gerade ein Bild von einem Vogel, der sitzt, dann sich in die Luft hebt und wegfliegt. Die Vögel verlassen den Wald. Ja, und Vögel sind wichtig, denn die sind Nahrung für andere Tiere. Sie helfen den Tieren wirklich und dem Kreislauf des Lebens. Sie erfüllen den Wald mit Gesang und Gezwitscher und machen ihn erst schön. Der Wind hilft den Vögeln beim Fliegen. Der Wind und der Wald sind sehr konzentriert dabei. Ah, die Wurzeln der Bäume. Ich glaube, der Wald will uns sagen, dass seine Wurzeln absterben von unten durch die Kälte. Es wird immer frostiger. Von unten kommt etwas aus der Tiefe. Die Geister, sind es auch Geister bei dir? Ja. Es sind Geister aus der Tiefe, die kommen? Entschuldigung, ich habe den... Das entzieht die Nahrungsgrundlage. Weil wenn der Boden durchfrostet ist, sterben ja auch die Erdbewohner. Was sagen die Winde, die alles sehen? Die Sonne. Ich habe eine Sonne erkannt. Haben die Winde irgendetwas beobachtet? Es gibt kein Sonnenlicht? Dunkle Wolken schieben sich vor die Sonne und alles wird verdunkelt. Und es ist kalt. Die Sonne, die Lebenskraft spendet und alles erwärmt, verdunkelt sich. Und deswegen geht der Wald ein, der Winter... Es scheint sich wohl um eine dunkle Macht zu handeln, die die Sonne sterben lässt und verdunkeln lässt. Ich habe ja gar keine Vorstellung, wie es den Tieren geht und was mit denen gerade ist. Leere. Neu? Neun? Was soll das darunter heißen? Nein, nein. Der Wald möchte keine Leere haben. Der Wald hält gerade, der versucht mir zu beschreiben, dass es Leere gibt. Winde, ihr seid doch überall. Könnt ihr nicht, also der Wald möchte nicht, dass könnt ihr nicht auskundschaften, um welche Art dunkler Magie es sich handelt? Oder alle Tiere. Und der Wind. Die Sonne, alles durch, jetzt beide auf einmal, der Wald zeigt mir gerade die Sonne und der Wind, alles durchwindet. Alles durchwindet. Was willst du mir damit sagen, Wind? Die ich noch nicht kenne. Die Sonne verdunkelt sich, auch beim Wald. Nun gibt es also für die Tiere und für den Wind und für mich wird es kein Problem sein, einfach umzuziehen und einfach einen neuen Standort zu finden. Nur wie macht der Wald das? Wir können den wir winden in die Berge. Der Wind könnte in die Berge umziehen. Da, wo die Sonne scheint. Ah, in einen höheren Fleck. Über die dunklen Wolken, die die Sonne verdunkeln.
Das wäre für dich als Wind bestimmt eine gute Lösung. Auch ich könnte dahin fliegen. Aber was machen denn die Tiere? Vielleicht gibt es einige Tiere, die fliegen können, aber die kleinen Krabbeltiere am Boden, die werden keine Lösung dafür haben. Und wir können unseren Wald nicht im Stich lassen, alleine hier. Dann ist der Wald... Oh, mein Bewegungsmelder hat festgestellt, dass es dunkel... hier ist es hell, die Sonne aufgegangen. Tja, das kommt darauf an. In den Wolken ist ein Loch aufgetreten. Ich muss mal ganz kurz losgehen und das einmal verändern. Also es ist ja schön, dass es hier hell ist, aber... Oh. Das ist zu hell. So. Jetzt. Ach. Tiere. Nein. Ja, die Tiere können nicht mit. Die Tiere wollen nicht auf den Berg. Oder die können nicht auf den Berg. Die Tiere können nicht mit dahin, wo die Sonne ist, an höheren Punkten über den Wolken. Ja, das glaube ich auch. Das wird keine Lösung sein. Außer wir haben die Möglichkeit, all die Tiere zum Fliegen zu bringen und da einen neuen Lebensraum zu schaffen. Aber allen Tieren... Wind, bist du stark genug, um auch den dicken Bär zu transportieren? Kannst du die Tiere auf den Berg wehen? Das ist etwas, was von unten kommt. Das Wurzeln, lieber Wald, was genau ist das? Das ist sehr klein. Kannst du das noch etwas... Ah ja. So, wir haben einen Berg und das da unten ist ein Stern oder etwas mit einem Pfeil nach oben. Etwas, das von unten kommt, was auf den... Das ist, ah, das ist ein Eis, ist das. Kälte kommt aus dem Boden auch. Und dunkle Wolken verdunkeln die Sonne und Kälte kommt aus dem Boden. Ist das ein Eisberg? Nun, also auch einige Tiere könnte ich vielleicht mit meiner Zauberkraft zum Fliegen bringen, aber das wird nicht alles nützen. Der Wald kommt ja auch nicht mit auf den Berg. Der Wald möchte auch keinen Berg. Es ist kein Berg. Hat die Fee gesagt, dass sie die Tiere mitnehmen kann? Ja, natürlich ist der Wald nicht mit den Bergen einverstanden. Irgendwo können die Bäume nicht mehr wachsen ab einer gewissen Höhe. Also wir müssen einen Ausweichplan finden oder nur bis zu einer gewissen Höhe gehen. Womit wäre denn der Wald einverstanden, mit welcher Höhe? Wald? Der Wald hat eine Lösung oder ist der Wald die Lösung? Ja. Keine Veränderung soll eine Lösung sein? Der Wald will keine Veränderung. Redet ihr jetzt gerade mit mir oder mit den Tieren? Wald ohne Veränderung werden wir sterben. Wir müssen eine Veränderung finden, die für uns alle gut ist. Veränderung ist Leben. Ja, die Winde haben recht. Veränderung ist Leben. Ich bin ganz auf eurer Seite. Also können wir den Wald denn mitnehmen und lassen den alten Wald hier und eventuell muss der dann zugrunde gehen und kann sich irgendwo anders neu wieder aufbauen. Ich bin dagegen. Ich glaube, wir sollten kämpfen gegen all das, was da kommt, von unten diese bösen Geister und versuchen, die Sonne wieder zum Scheinen zu bringen, diese Wolken zu verdrängen. Vielleicht kann der Wind die Wolken beiseite wehen und das, was von unten kommt, können wir... Ja, genau, richtig. Geht nicht? Kannst du nicht? Hast du schon probiert? Ach, wie tragisch. Dann vielleicht finden wir gemeinsam ja den Auslöser für
dieses Problem, für das, was da kommt. Bald bist du in eine Art Schockstarre verfallen. Kannst du dir vorstellen, eine Kompromisslösung einzugehen bezüglich der Wanderung in die Berge? Die Weisen? Ja, natürlich die Weisen. Wohin denn sonst? Die Weisen Steine? Oder was sind das für Weisen? Es gibt hier Weise. Die sind das, was sind denn das für Wesen, die Weisen? Du kommst viel mehr rum als wir, Wind. Du kennst dich aus. Die Fee möchte also kämpfen, aber wir wissen noch gar nicht, wer unser Gegner ist. Frag sie nach einer Lösung, das ist gut. Mit welchen Mitteln will denn die Fee kämpfen? Magie? Was fragt die Fee? Ach, ich soll die Weisen fragen. Ja, stimmt. Ich kann ja auch mit denen ganz gut sprechen. Das stimmt. Das ist einfacher, ja. Und was zeigt mir... Der Wald möchte mir auch gerade etwas sagen. Und der Wald sagt, das sind ein Sonnenweiser, ein Wasserweiser, ein Erdweiser und das ist das andere, ein Weg, nee, Feuerweiser. Was ist das? Also, das eine Bergweiser. Der Weise auf dem Berg. Ich kenne diese Weisen nicht. Die sind ganz neu für mich. Wo finde ich denn diese Weisen? Dann werde ich da hineilen und sie fragen, was man machen kann. Sie sind überall? Nein. Nein, wir wissen leider nicht, wo sie sind. Ich dachte, die Fee weiß, wo die Weisen sind. Aber Winde, ihr müsst das doch wissen. Ihr seid doch überall. Und die Weisen haben sich zurückgezogen. Also weißt du nicht mehr, wo sie sind. Wir ja ins Geisterreich wechseln, wenn die Geister zu uns kommen. Das heißt, wir entstofflichen uns. Wir wechseln alle. Das ist ein sehr mächtiges, altes Ritual. Mit dem könnten wir die Bäume, die Tiere und vielleicht sogar den Wind in die Anderswelt transferieren. Vielleicht können wir dann einfach in deren Geisterwelt leben. Und wir tauschen sozusagen. Wenn die das möchten, dass keine Sonne scheint, wenn die das viel lieber haben. Und vielleicht und wie genau, haben wir sie das anstellen? Die Sonne nicht verdunkelt und wir könnten zu denen wechseln. Die Tiere sind, ach, wie die Tiere das machen? Die Tiere könnten wir auch mitnehmen. Die werden, müssen sich dann alle versammeln. Dann müssen wir eine Konferenz der Tiere machen. Und dann können wir sie in einem großen Ritual mit durch das große Tor nehmen. Der Wald kann natürlich nicht durch das Tor gehen. Der Wald muss dann in die Anderswelt wachsen. So, es gibt einen Baumweisen, einen Tierweisen. Und warum nur eine Konferenz der Tiere? Jeder,
muss. Was ist mit den anderen Waldbewohnern? Jeder von uns kann einen Weisen schicken, einen Ältesten. Aber das sind wir doch, die sich getroffen haben hier, die Repräsentanten von uns allen. Der Wind kam selbst persönlich. Ja, wenn der Wald in die Anderswelt wächst, dann sind wir aber nicht mehr zusammen. Der Wald braucht die Tiere und die Tiere brauchen den Wald. Das geht nicht. Wenn nur ein Teil fehlt, dann sind wir nicht mehr komplett. Ja, wir werden zu Geistern. Das sollen Geister sein. Also wir wollen Endstofflicht in die Anderswelt, richtig? Jetzt habe ich das verstanden, was das soll. Ja, okay. Wir werden uns selbst zu Geistern machen. Ich muss das wirklich mit meinen Tierfreunden nochmal beratschlagen. Ich muss erst recherchieren. Ich habe davon auch schon mal gehört. Vielleicht ist es wirklich eine gute Idee mit der weiteren Konferenz. Das kommt aus der guten alten Zeit, in der das noch um Wünsche ging. Die Tiere, wie die Tiere zu Geistern werden. Die Tiere fragen. Oder die Tiere haben es noch nicht verstanden. Die Tiere sind noch unsicher, ob das gut ist. Die Tiere sind... Die Tiere, alle Tiere. Ja, auch die ganz kleinen Tiere. Ich... Ich hab das nicht, kann es nicht verstehen. Es tut mir wirklich leid. Im Rundkreis, ich. Ob ich alle Tiere mitnehmen kann? Ah, in die Anderswelt. Ja, wir können dort alle Tiere mit hinnehmen. Und dort können wir uns mit den... Ich bin ein wenig durcheinander. In der Anderswelt gibt es Sonne, ja. In der Anderswelt, da haben wir Regenbögen und viel Sonnenschein, aber auch Regen. Alles ist grün und dort leben normalerweise wir Feen, die Kobolde und auch die Geister. Und wenn die Geister aus der Anderswelt gekommen sind und jetzt auf unserer Welt, vielleicht sind dann dort keine Geister mehr oder nur freundliche Geister. Vielleicht sind auch nur die Geister gekommen, die das Sonnenlicht vermeiden. Und deswegen machen sie jetzt unser Sonnenlicht weg. Ohne Sonne sterben wir. Ist es tot? Nein, ich glaube, wir wollen nicht sterben. Die Anderswelt, in der Anderswelt ist man nicht tot. Wir müssen nur, das ist wie ein anderes Land, was wir bereisen, durch ein Portal. Und auch der Wald müsste dort wieder neu wachsen können und gedeihen können. Wahrscheinlich ist es wirklich eine gute Idee mit der Entstofflichung. Dort ist es auch nicht kalt. Dort ist gemischtes Klima und für die Tiere ist es okay. Ja, dort ist es nicht kalt. Es gibt kalte Ecken, wenn man sie braucht, aber das ist wie bei uns auf der Welt, weil du kommst nicht viel rum. Bei uns auf der Welt gibt es Regionen, in denen es kälter ist und in denen es auch wärmer ist. Und wir können uns dort eine Region aussuchen, die unsere entspricht. Aber woher weißt du das so genau? Ich weiß nur noch nicht woher genau, weiß die Fee so genau, dass es dort bekommen. Sonne gibt, dass es dort Wärme gibt, dass wir dort nicht sterben werden, dass es keine Geister gibt, keine Gefahr, keine Kälte und alles. Nun, dann würde ich einfach mal dieses... Ja, denn Kälte ist Gift für euch. Ja, ich würde mit in die Anderswelt kommen und uns alle dorthin bringen. Woher aus der Anderswelt ich stamme? Also ursprünglich bin ich mal dort hergekommen, aber jetzt bin ich in diesen Wald gezogen hier, weil er so schön ist und das mein Wald ist seit Urzeiten. Ja, prima, wenn sie aus der Anderswelt ist.
Das ist für die Tiere in Ordnung. Und sie kann uns entstofflichen, ja? Sehr gut. Es ist auch für dich in Ordnung, lieber Wind, wenn du mitkommst. Ja, hervorragend. Lieber Wald, wenn wir eine Möglichkeit finden, dich hier wegzunehmen in die Anderswelt und dass wir unseren gesamten schönen Feenwald dann mit in eine andere Welt mitnehmen, dann haben wir eine Lösung gefunden, die für alle zufriedenstellend ist. In 4000 Jahren. Das ist etwas langfristig gesehen, aber wir schaffen das schon. Dazu ist etwas sehr, sehr, sehr Mächtiges wichtig, um auch dich mit deinem gesamten Erdboden hier, denn du bist für die Tiere wichtig, dich komplett mitzunehmen in die andere Welt. Das heißt, dich Warum kann der Wald erst in 4000 Jahren in die Anderswelt kommen? Und dich mit übergehen zu lassen. Dann werde ich die Weisen dieser Region zusammentrommeln und auch nochmal nachforschen, wie dieses Ritual funktioniert. Und dann lassen wir den Geistern hier diesen Fleck und hoffen, dass sie uns nicht in die Anderswelt folgen, weil sonst treffen wir uns in 2 Wochen nochmal, um das Problem da nochmal zu besprechen. Das ist ja möglich, die können ja wieder mit zurückkommen. Da kommen sie ja auch her. Aber wir haben erstmal eine Lösung gefunden, nicht wahr? Es ist nicht die beste Lösung, das stimmt. Der Wind ist unzufrieden. Die große Versammlung ist nun beendet. Es hat sich eine Lösung gefunden. Ich kann den Wind immer noch nicht hören. Die sehr lange dauern wird. Für den Wald sind es 4000 Jahre. Für uns andere geht es etwas schneller. Schaltet nun eure Kameras aus. Bewegt euch ein bisschen, holt euch was zu trinken und in 2 Minuten sind wir wieder hier.